Hallo meine Lieben, ich habe dieses neue Gummigel von Markart entdeckt und wenn ihr mir schon auf meinem Kanal folgt und das Glöckchen aktiviert habt, dann kennt ihr bestimmt das Video, in dem ich schon ein Gummigel von dieser Marke getestet habe, was allerdings schiefgelaufen ist. Und ob das jetzt hier auch der Fall sein wird, das testen wir jetzt gemeinsam. Außerdem zeige ich euch eine ganz schnelle Variante, wie ihr euch French Nails ganz einfach zu Hause gestalten könnt. Los geht's, viel Spaß! Bei dem vorherigen Markart-Gummigel war es ja so, dass das nicht für Verlängerung geeignet ist. Bei diesem Produkt hier stand extra dazu, dass es für Verlängerung geeignet ist, 3D-Nailart und auch als Untergrund für Strasssteinchen. Von der Konsistenz her verhält es sich genauso wie das, was ich schon getestet habe. Ihr könnt das mit so einem Spatelchen rausnehmen und dann eben zwischen den Fingern so kleine Kugeln formen, ohne dass es klebt. Ich empfehle allerdings, Handschuhe zu tragen, da ihr sonst eure natürlichen Hautfette eben mit in das Gel einarbeiten würdet und ich glaube, das wäre nicht so gut. Ich habe festgestellt, dass es zwischen den Fingern durch die Wärme eben ein wenig weicher erscheint als das von Born Pretty, werden wir aber noch genauer testen. Wenn ihr jetzt eine Modellage möchtet, die ihr wieder ablösen könnt, zum Beispiel wollt ihr nur über die Feiertage einfach mal ein paar Nägelchen ausprobieren und die rückstandslos wieder ablösen, dann verwendet ganz einfach die Markart Peel-Off Base. Das ist super simpel, einfach auf die unanmattierten Nägel auftragen, aushärten und schon könnt ihr wie gewohnt weiterarbeiten. Solltet ihr das nicht wollen, Nägel anmattieren und natürlich einen geeigneten Basecoat auftragen. Jetzt bereite ich hier einmal die Tippspitzen vor, denn ich möchte euch ja zeigen, wie ihr ganz simpel French Nails kreieren könnt. Ihr schnappt euch einfach so eine Tippspitze, die gibt es in kürzerer und längerer Variante. Ihr könnt auch einen klassischen Tipp nehmen und dann streicht ihr einfach einen Sticky Ultra Bond Primer auf, gebt die Farbe on top, achtet darauf, dass nichts unter den Tipp landet, denn sonst habt ihr Hubbel. Und ihr könnt natürlich auch jede erdenkliche Farbe verwenden. Ihr könnt auch klassische Farbgele, Gellacke verwenden. Achtet nur darauf, dass ihr nicht zu dick auftragt, da das sonst unschön aussehen könnte. Bevor ihr eure French Tips anlegt, müsst ihr euch dessen bewusst sein, dass eure Nagelbetten gleich lang sein sollten. Das heißt also, wenn ich hier jetzt zum Beispiel diese Tippspitze klebe, und zwar in dieser Position, und die dann hier ebenfalls so klebe, dann sieht man deutlich, dass ich hier jetzt ein längeres Nagelbett habe als eben an diesem Nagel, obwohl ich vielleicht die gleiche Position wähle. Das bedeutet also, dass ihr, wenn ihr genauso unterschiedlich lange Nagelbetten habt, wie ich es habe und ihr die Möglichkeit habt, eure Naturnägel ein kleines Stückchen länger wachsen zu lassen, dann könnt ihr das nämlich so ausgleichen, indem ihr die Spitze, also diese French-Spitze, eben etwas weiter nach vorne setzt, sodass ihr dann eben schön gleichmäßige Nagelbetten habt und eure Modellage eben gleichmäßig lang ausschaut. Wenn ihr dann das Problem habt, dass der Naturnagel hier eben durchschimmert, könnt ihr natürlich auch ein abdeckendes Gel verwenden. Das zeige ich euch gleich noch. Umgekehrt könntet ihr natürlich auch sagen, okay, wenn ich eh ganz kurze Nägel haben möchte, dann setze ich hier den Tipp eben etwas weiter rauf und kürze das freie Nagelende so weit es geht eben runter, sodass ich dann eben trotzdem gleichmäßige Nagelbetten erhalte. Habe ich die Position für meinen Tipp gefunden, dann nehme ich mir einfach einen Tippkleber. Ich empfehle euch den Nailbond, der klebt mega gut. Und dann klebt ihr einfach die Tippspitze auf euren Naturnagel, den ihr entsprechend vorbereitet habt. Solltet ihr die Peel-Off-Base benutzt haben, cleanert ihr hier einmal die Schwitzschicht ab und buffert ganz leicht an. Dann klebt das Ganze innerhalb von ein paar Sekunden. Die Flügelchen ein bisschen andrücken und et voilà, haben wir ein French, ohne dass wir eine Smile-Line ziehen mussten. Das geht super easy und mega schnell. Das gleiche an allen 10 Nägeln natürlich. Und dann knipst ihr vorne diesen kleinen Schniepel, wenn ihr da einen habt, einfach ab. Und jetzt kommt das Gummigel zum Einsatz. Das lässt sich mega einfach verarbeiten, kann ich wärmstens empfehlen, wenn ihr Anfänger seid und das nur mal ausprobieren möchtet. Solltet ihr zum Beispiel Nägel haben, die ihr ein bisschen verlängern müsstet, dann könnt ihr das jetzt so gestalten, wie ich es jetzt hier an dem Zeigefinger zeige. Also einfach auch wieder auf den Naturnagel auftragen und die Verlängerung arbeite ich einfach über dieses Silikontool. Ihr seht ja, ich halte das unter meinen Naturnagel und presse das Material einfach rundherum. Das bleibt dann auch so stehen. Nach dem Aushärten ist alles super fest. Wir haben hier also tatsächlich ein Produkt, welches auch zur Verlängerung geeignet ist.
Mit dem Silikontool könnt ihr zum Beispiel Feinheiten ausarbeiten, wie euer Nagelbett abdecken, wenn ihr eben die Smile-Line so kleben musstet, dass euer Naturnagel da durchschimmert, dann schnappt ihr euch dieses Silikontool, was übrigens auch dafür geeignet ist, die Ränder etwas sauberer und ordentlicher zu gestalten. Die Spitze könnt ihr dann noch mit einem Klärgummigel überziehen oder ihr könnt auch ein klassisches Gel verwenden, je nachdem, was ihr bevorzugt. Wenn ihr, wie gesagt, Anfänger seid und euch nicht unbedingt in die Materie Gelnägel reinfuchsen möchtet, dann empfehle ich euch, ein klares Gummigel zu verwenden. Das könnt ihr einfach überall drüber rübergeben, einfach mit den Fingern formen, aber auch hier empfehle ich, geht noch einmal unbedingt mit diesem Silikontool am Rand entlang, damit euch da auch nichts in der Nagelhaut hängen bleibt. Dann noch ein bisschen in Form feilen und ich muss sagen, das Produkt lässt sich ein bisschen weicher befeilen als das von Born Pretty. Also ich bin hier wirklich mega zufrieden. Wir machen auch gleich noch den Fräsertest. Aber zunächst kommen wir zu unserem verlängerten Nagel. Hier müssen wir natürlich noch ein French aufbringen. Auch hier könntet ihr jetzt genauso wie bei den anderen Nägeln das French on top kleben. Ich probiere hier jetzt eine andere Variation, indem ich von unten das Farbgel aufgebe und das nämlich in der Press-on-Technik auf den anmattierten Nagel draufgeben möchte. Ich setze hier jetzt ganz, ganz vorsichtig die Tippspitze auf den Nagel drauf und probiere halt möglichst nicht, dass das Gel eben rausquillt, da ich eben diese Smile-Line natürlich erhalten möchte. Und ich muss sagen, das hat richtig gut funktioniert. Achtet darauf, dass ihr die richtige Größe natürlich nehmt. Dann lasst ihr aushärten und schon haben wir eine Smile-Line kreiert in der Press-On-Technik. Ich finde das Experiment mega cool. Natürlich solltet ihr hier einen kleinen Aufbau arbeiten, weil ihr dann eben so eine Mini-Kante habt. Hierzu nehme ich einmal das Produkt von Born Pretty, den 6-in-1, aber ihr könnt auch ein klassisches Produkt verwenden oder auch wieder mit dem Gummigel arbeiten. Nachdem ich dann nochmal in Form gefeilt habe, versiegel ich das Ganze mit einem Versiegler ohne Schwitzschicht und dann bin ich auch schon fertig und habe super einfache French-Nägel kreiert. Ich finde es mega toll, probiert es gerne mal aus. Hier jetzt noch einmal der Feiltest bzw. der Fräsertest. Ich habe mir hier einen etwas gröberen Fräser genommen und ich muss sagen, das Produkt lässt sich auch super mit dem Fräser bearbeiten. Schleifkappe habe ich auch ausprobiert. Da ist der Produktabtrag semi-gut, obwohl die Schleifkappe nicht verklebt. Aber trotzdem finde ich es hier mit so einem Keramikbit auf jeden Fall viel besser. Mein Fazit zu dem Produkt fällt auf jeden Fall sehr positiv aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, dann gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Und vergesst auch das kostenlose Abo nicht. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich würde sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis bald. Ciao.